Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Im letzten Part haben wir mit der fünften Welt gestartet und wir konnten da schon die ersten drei Level abschließen, sodass wir jetzt dann uns schon dem ersten Schloss widmen können und da fangen wir auch gleich wieder an. So, Level 5-4, Sluggy, die ans Havens Fort oder so, Unshaven oder so, keine Ahnung wie das aussprechen soll, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist der dann gleich sehr eklig, der Gegner, den wir hier haben werden. Erstmal kann ich hier nach links übrigens gehen, interessanterweise. Okay. Und da komme ich zu einem... Ah, zu einem kleinen Raum mit einem Kettenhund. Ganz ruhig bleiben wir lieber. Und den Kettenhund kann man ja, glaube ich, normalerweise hier gar nicht besiegen, so irgendwie. Aber ich kann, glaube ich, ein Item benutzen, um ihn zu killen. Ich mach das mal. Ein Powerblock dürfte ausreichen. Ja. Bam. Yay. Genau, und dann erscheint hier eine geheime Tür. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo mich die jetzt hinführt. Ich will mal kurz schauen. Ja, hallo? Das ist total geheim, also hör zu. Wenn du gerade bei dem Level Selection Screen halt bist, ne, wo du ein Level auswählen kannst, dann halte Select und drücke dann X, X, Y, B und A. Okay, so ein geheimer Code hier. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Code eigentlich macht. Muss ich zugeben. Select X, X, Y, B, A. Kann ich mir das merken? Dass man da ausprobieren kann. Select X, X, Y, B, A. Also so ein bisschen dann gegen den Uhrzeigersinn im Kreis auf dem SNES-Controller. X, X, Y, B, A. Okay. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr genau, was es eigentlich macht, muss ich zugeben. Weil ich komme mich noch daran erinnern, dass es hier so einen Geheimraum gab, wo man dann so einen Kettenhund eben besiegen... Ja, so einen Kettenhund eben besiegen musste. Und man braucht dafür auch, glaube ich, wirklich zwingend Items. Weil mit Eiern kann man den, glaube ich, eben nicht besiegen, den Kettenhund hier. Und anders irgendwie, glaube ich, auch nicht. Deswegen, das ist dann vielleicht sogar die einzige Stelle im gesamten Spiel, wo man dann zwingend ein Item braucht, um alles sehen zu können. Ich meine, für die 100% braucht man das ja trotzdem nicht, weil da waren ja keine roten Münzen oder Blumen oder sowas. Deswegen, wirklich zum Durchspielen oder auch für 100% braucht man das auch nicht. Aber um halt wirklich alle Secrets in dem Level zu, oder halt im Spiel zu entdecken, meine ich, dafür ist es dann zwingend erforderlich, dann hier Items zu haben, weil man, glaube ich, eben den Kettenhund ohne Items nicht besiegen kann, soweit ich weiß. Aber okay. So, und hier ist noch was, ja. War nicht nur für gelbe Eier, hier sind auch Sterne. Wo ich einen verpasst habe, ist okay, weil einen habe ich ja gerade eben schon beim Kettenhund bekommen. Deswegen habe ich jetzt 15, also alles gut. So, und hier geht es dann gleich nach oben. Aber ich glaube, das Castle ist auch wieder etwas komplizierter aufgebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Weil hier auch wieder dann häufiger mal die Treppen ein bisschen den Weg verbauen können. Deswegen sollten wir nicht immer sofort die Treppen bauen und erstmal uns ein bisschen umsehen. Ich habe jetzt nämlich hier schon zwei Wege, weil ich hätte auch gerade eben einfach nach rechts gehen können, aber das hier wirkt wie Bonus für meinen Geschmack. Und ich muss aufpassen, weil ich kann von diesen komischen Plattformen nicht so wirklich hoch abspringen. Und währenddessen sind hier überall die Stacheldinger, also das ist Vorsicht geboten. Okay, sehr gut, dann hier die Blume, hätte ich gerne, sehr gut. Und gleich wieder zurück. Ich meine, vielleicht ist noch hier hinter manchen Stacheln irgendwas versteckt oder sowas, aber wenn dann nichts Wichtiges mehr, wenn dann halt noch weitere Sterne oder ein Leben oder sowas. Aber das ist mir jetzt mal relativ egal, weil ich glaube, wir haben da jetzt auf der linken Seite mit der Blume erstmal alles Wichtige mitgenommen. Okay. So, und diese Gegner hier kann ich auch nicht runterschlucken, aber ich kann sie wieder ausspucken und dann zu Kugeln verwandeln. Aber ich kann auch auf sie draufspringen und sie dann zermanschen, was etwas eklig aussieht, muss man zugeben, aber sie können sich dann noch wieder zusammensetzen. Und ich weiß nicht genau, mit Eier kann ich die da besiegen eigentlich? Nee, ich kann sie auch nur zermanschen, ja. Deswegen, gänzlich besiegen kann ich die Gegner gar nicht. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich sie halt in eine Schlucht runterwerfe oder sowas. Oder gegen andere Gegner vielleicht. Also hier geht's nicht. Aber vielleicht, wenn ich sie aufeinander halt dann werfe. Oder vielleicht gegen den Gegner da oben. Das könnte sein. Jetzt mal kurz testen, Moment, ob das geht. Genau, da kann ich ihn dann zum Beispiel töten. Okay. Und da oben sind übrigens auch rote Münzen, wenn ich mal kurz erwähnen, die ich ganz gerne haben will. Bei den Kollegen da. Ja. Und hier auch noch. Okay, sehr gut. Und die anderen sind normale, verdammt, normale Münzen, deswegen die lasse ich mal. Wir können schon sehen, der ist ziemlich fies, weil der kann nämlich uns Baby Mario klauen. Aber wenn ich ihn einmal mit dem Ei oder mit dem Gegner abwerfe, würde er dann kurz ruhig bleiben. So, und hier komme ich zu einem Raum, wo ich einfach meine Eier auffüllen kann. Okay, auch interessant, nehme ich aber gerne an. So, ah nee, das ist sogar ein Kampfraum tatsächlich gewesen. Also, Kampfraum in großen Anführungszeichen. Weil diese Schleimgegner jetzt nämlich doch nicht so die allerstärksten Gegner sind, muss man zugeben. Aber haben wir trotzdem eine Blume dafür erhalten. Sehr schön. So, und weiter geht's. So, mit weiteren ekligen Schleimgegnern. Ich meine, die kleinen hier, die sind ja voll in Ordnung. Weil die kann ich ja auch zu Eiern verwandeln. Und die kann ich auch wirklich leicht besiegen.
Aber die Gegner da oben, die größeren Schleimviecher, die sind schon dann etwas fieser, weil ich halt von denen keine Eier bekommen kann. Und ich finde eigentlich im Allgemeinen alle Gegnerarten nicht so ganz einfach, von denen ich keine Eier erhalten kann, weil ich eben die auch nicht runterschlucken kann. Weil eine ganz einfache Möglichkeit, um Gegner zu besiegen in dem Spiel, ist halt, sie zu verschlucken und oder halt auch runterzuschlucken. Aber wenn das halt fehlt, diese Option, dann macht es schon einen Gegner allein dadurch um einiges schwieriger, wie ich finde. Soll ich jetzt dann schön entlang fahren? Und dann gleich gucken. Oh Gott, diese Plattform da unten, die ist auch sehr eklig. Alles war ein Fehler, glaube ich. Okay, ich wollte mich jetzt noch beeilen und jetzt noch unter die Treppe kommen. Ja, genau. Weil jetzt habe ich nämlich hier einen Fehler gemacht, weil es nämlich eigentlich, glaube ich, besser gewesen wäre, das Ding hier zuerst zu aktivieren. Weil so komme ich jetzt nämlich nicht da nach links oben, weil die Treppe dann gleich da anstoßen wird und aufhört. Genau. Deswegen muss man dann hier sich eben entscheiden, was man da tun will. Und ich glaube, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Aber wird sich dann gleich schon noch zeigen. Also ich will jetzt erstmal kurz hier entlang gehen. Das Ding hier kann ich durch Gewichtsverlagerung ins Rollen bringen. Aber ich muss auch selber in Bewegung... Ah, hier ist sogar eine rote Münze, ja. Ich muss auch selber in Bewegung bleiben. Weil wenn ich nämlich zu lange auf einer Seite stehen bleibe, dann werde ich auch irgendwann nach unten rollen, weil ich halt dann zu weit nach links oder halt nach rechts dann falle. Und deswegen muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man immer wieder so ein bisschen dann auch wieder zur Mitte zurückläuft. Und diese Dinger sind wirklich sehr gefährlich, weil die halt sehr schnell werden können. Und wenn man die halt nur schwierig kontrollieren kann und sie abzubremsen, geht quasi gar nicht. Deswegen, wenn die mal in Fahrt kommen sind, diese Plattform, dann kann man wirklich große Probleme haben. So, da oben komme ich jetzt eben nicht hin, weil ich ja das mit der Treppe leider verschissen habe. Aber dafür, ich will dann nach oben. Aber dafür kann ich jetzt wenigstens hier entlang gehen, weil der Weg wäre ja ansonsten... Kann ich mal nach oben kommen? Weil der Weg wäre ja ansonsten zu gewesen, wenn ich jetzt diese Treppe, diese große da gebaut hätte. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt das erstmal falsch gemacht habe. Dass wir erstmal noch diesen Raum hier erkunden können. Weil hier dann gleich vielleicht noch irgendwas versteckt sein könnte. Aber so oder so... Okay, irgendwas war da gerade. Oder? Irgendwas ist da gerade aufgeleuchtet. Aber so oder so müsste es eigentlich so sein. Ich kann die ja nicht anders zerstören, die Blöcke hier, ne? Stampf da geht, glaube ich, auch nicht. Nein. Ich will jetzt meine Eier noch ein bisschen aufheben, eigentlich. Hier ist eine Röhre, genau. Ich wollte es gerade erwähnen. So oder so muss es so sein, dass jetzt hier irgendwo eine Röhre oder auch eine Tür ist, dass ich den Raum von gerade eben wieder resetten kann. Dass ich dann eben die Treppe auch in der richtigen Reihenfolge aktivieren kann. Weil das, glaube ich, eben die falsche Reihenfolge war, die ich da gewählt habe. So, und der Kollege hier, um Gottes Willen, das ist auch ein interessanter Gegner, den ich sogar auch ausnutzen kann, der sogar ein bisschen mir auch hilft, denn ich kann jetzt hier auf dem mit lang bouncen, wee, und der kann glücklicherweise auch über Stacheln hinweg mich tragen, aber es ist trotzdem etwas kompliziert, weil nämlich die Steuerung auf dem Kollegen etwas wackelig teilweise ist, obwohl man eigentlich nicht so wirklich runterfallen kann von ihm, aber trotzdem habe ich immer ein ungutes Gefühl, wenn ich auf dem Kollegen drauf, oh Gott, auf dem Kollegen hier drauf bin, und ich bin am besten schnell von ihm runter. Ich glaube, ich kann runter, wenn ich in der Luft eine Stampfattacke oder sowas mache. Oder halt nach unten drücke, weil will ich jetzt natürlich nicht machen, logischerweise. Weil ich ansonsten dann Probleme hätte. über den Stacheln. Sondern da war auch irgendwo ein Weg gewesen. Geh mal kurz runter jetzt. Ja, genau. Dankeschön. Da rechts wäre auch irgendwas gewesen. Ja, also wir gehen erstmal zurück. Da oben, wo ich runtergefallen, wo ich auch hätte runterfallen können, da war, glaube ich, nichts. Also halt nur normale Münzen. Oh Gott, jetzt bin ich hier. Ja, das ist wirklich sehr interessant aufgebaut, das Schloss hier. Und ich hoffe, dass wir hier alles mitnehmen können, weil es nämlich echt nicht so einfach ist, wie ihr schon merkt. So, hier komme ich auch irgendwie raus. aber erstmal ein Checkpoint und 30 Sterne haben wir, sehr gut. Okay, der Kollege ist wieder hier, den ich wieder abwerfen kann, wenn ich will, um Münzen zu erhalten, einzelne. Toll. Und da ist eine rote Münze in der Mitte. So, sehr gut. Und sogar den Typen auch gleich benommen gemacht, wunderbar. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist es doch so, dass es der richtige Weg war? Gerade eben, verdammt, gerade eben. Und das doch da links oben das Bonus gewesen wäre. Das wirkt irgendwie so, oder? Weil ich meine, ich habe jetzt ja auch hier einen Checkpoint erhalten. Und das wirkt sehr wie der richtige Weg, wo ich gerade bin. Was bedeutet, dass ich dann das Castle gleich nochmal neu spielen muss, weil ich nämlich da dann doch leider die falsche Reihenfolge genommen habe, weil ich zuerst die andere hätte wählen müssen. Ja, das könnte sein. Ich werde es mal noch weiterspielen, aber mir fehlt immer noch relativ viel. Also das scheint schon noch ein bisschen größer auch zu sein, das Schloss hier. Und vielleicht habe ich ja dann doch auch wieder gleich irgendwie... Ach Mann, ey. Vielleicht habe ich ja dann doch auch gleich wieder irgendwie einen Rückweg, um dann das nochmal auch selber wieder hinkriegen zu können. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Mal schauen. So, hier geht es nicht weiter, ja. Aber da oben dann gleich geht's weiter. Hier entlang. Da links war ich halt schon überall, oder? Bei dem Kollegen war ich auch... Da war ich gerade, ne? Ich will noch kurz nachgucken. Ich bin ja... Ja, genau, hier war ich gerade. Ja, alles gut, alles gut. Aber die Fledermäuse nerven mich jetzt ein bisschen, weil es sind ein bisschen viele. Dein Scheiß Ernst, ein bisschen viele. Warum habe ich jetzt ja noch nach unten drängen können eigentlich? Wie ist das gerade passiert? Oh Mann, ey. Nein, bleib hier, Mario, bitte.
Läuft schon wieder super. Aber ich habe ja noch genügend Items. Ich habe mir erst im vorletzten Part oder sowas, glaube ich, oder halt vor dem vorletzten Part, besser gesagt, offscreen dann einige weitere Stern-Items geholt. Deswegen Sterne können mir eigentlich dann jetzt erstmal ziemlich wurscht sein. Deswegen, das sollte schon passen. So, hier schon unten rum mit Flatterflug entlang, genau. Und hier sogar über die Stacheln hinweg. Erstmal kurz den Typen benommen machen vielleicht, ja. Und dann ist hier schön entlang flattern und währenddessen auch noch Gegnern ausweichen. Das war jetzt eine sehr, sehr knappe und schon keine einfache Stelle, finde ich. So, komme ich jetzt hier wieder zurück, bitte? Nee, es geht weiter. Ja, also jetzt steht schon fest. Ich würde sogar eigentlich am liebsten jetzt gleich neu starten wollen, weil ich dann weniger neu spielen muss. Will ich es mal machen, vielleicht sogar? Jetzt gleich neu zu starten? Wäre irgendwie schon sinnvoll, dann muss man zugeben. Ich habe jetzt da gerade rote Münze verpasst, ich weiß, aber ich habe eh schon nicht alles. Ziemlich sicher. Da unten ist auch noch irgendwas. Ja, okay, da komme ich aber noch hin. Das ist okay. Nee, ich werde, glaube ich, echt neu starten. Und, okay, das ist ein bisschen doof, weil ich muss mich nämlich umbringen dafür, richtig. Aber jetzt gleich, wenn ich sterbe, dann habe ich ja die Wahl, ob ich nochmal neu starten muss, will, vom letzten Checkpoint oder ob ich dann das Level verlassen will, richtig? Möchte ich starten? Nein, möchte ich nicht. Nochmal von vorne, okay, alles klar. Dann werden wir uns gleich wiedersehen bei der Stelle mit den zwei Treppen da, wenn ich dann die richtige Treppe, also halt die rechte zuerst aktivieren werde. Also dann, bis gleich. So, sehr schön. Und damit kommen wir jetzt hier ganz nach oben. Hier kommen wir jetzt, wie gesagt, dann nicht entlang, aber das ist ja eh der richtige Weg, wie wir jetzt gelernt haben. Und deswegen ist es in Ordnung, dass wir jetzt erstmal dann den Bonusweg entlang gehen können. Und dass wir erstmal nachsehen können, was wir jetzt dann da noch so alles finden können. Hoffentlich dann gleich coole Sachen. Okay, erstmal drei Fragezeichen-Dinger. Yay! Mit drei Münzen! Toll! Das hat sich ja schon mal gelohnt, allein deswegen hier nach oben zu gehen. Ja, ja. Ist eigentlich rechts oben noch irgendwas? Wenn ich hier entlang flattere? Nein. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt mich nicht gerade umgebracht habe wegen drei Münzen. Das wäre jetzt nämlich auch so ein bisschen bitter. Ach, ich komme da jetzt hier dann raus. Okay. Warte mal, aber das ist doch komisch. Weil ich habe doch da unten noch sogar rote Münzen und Blumen erhalten, oder? Schon irgendwie, ne? Das heißt, komme ich da jetzt irgendwie zurück eigentlich? Das heißt sogar, dass das jetzt... Okay, ich komme sogar noch zurück. Ich kann hier ein bisschen cheaten. Aber komme ich da nach oben jetzt? Ja, vielleicht, wenn ich ganz fies trickse. Vielleicht. Aber es ist sogar seltsam, weil das heißt sogar eigentlich, dass es jetzt so für die 100% zumindest doch die falsche Reihenfolge war. Wenn man jetzt den Speedrun machen will, dann ist es besser, die rechte zuerst zu aktivieren. Ach du Scheiße. Ist besser, die rechte zuerst zu aktivieren, aber für die 100% nicht. Da muss man hier nach oben, weil da auf dem Weg waren doch rote Münzen und eine Blume, oder? Ich glaube eigentlich schon. Oder bei der Blume bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber irgendwas Wichtiges war da auf jeden Fall. Okay. Das ist ein Problem. Ja, vielleicht kann ich es noch irgendwie retten. Vielleicht komme ich jetzt dann gleich, wenn ich geschickt bin, da noch nach oben. Mit dem Scheiger hier, mit seiner Hilfe. Ja. Ja, das schaffe ich noch. Aber es ist trotzdem... Jetzt einfach hier bleiben, bitte hier bleiben. Es ist aber trotzdem etwas seltsam, muss ich zugeben. Das dann jetzt doch... Okay. Höh, sehr gut. Nein! Nein, ich bin so hochgekommen! Nein! Mann, ey, das war jetzt doof, weil ich habe so geschickt gemacht, extra, und dann verkacke ich es doch noch. Oh Mann, ey. Ja, ich meine, das ist auch nicht so gewollt, was ich hier alles mache, ist mir schon klar. Aber, ich muss mir jetzt irgendwas einfallen lassen. Weil ich ja jetzt doch hier... anscheinend den richtigen Weg, oder halt den Weg für die 100%, doch von Anfang an gleich gemacht habe. Und das ist dann ein schlechter Weg für 100%. Was ich ja, wie gesagt, sehr, 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 sehr seltsam und skurril finde, dass es so gemacht wurde. Aber, naja, so jetzt bin ich auf jeden Fall wieder hier. Lass mal kurz gucken, gab es hier wirklich keine rote Münze und gar nichts? So, dass man sich wirklich den Abschnitt komplett sparen könnte. Und dass es einfach nur halt noch eine Folter quasi sein soll, so ungefähr. Nee, es gab hier rote Münzen, ja. Deswegen verpasst man auf dem anderen Weg dann wirklich Wichtigeres. Ich will jetzt mal kurz mal hier rechts entlang. Wo falle ich eigentlich da entlang übrigens? Komme ich irgendwo ganz anders hin? Gab es hier auf dem Weg rote Münzen? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe mal nicht. Boah, das ist sehr, sehr interessant aufgebaut, das Schloss hier. Also ich meine, ich hatte es noch in Erinnerung, dass es interessant aufgebaut war. Aber dass es so interessant aufgebaut war, dann doch nicht mehr. Okay, weil ich... Also ich glaube, dass es schon bei dem Typen gerade eben, dass es da keine rote Münzen mehr gab. Wo ich da auf diesem flauschigen Viech da entlang jumpen konnte, oder musste, auf den Stacheln, da gab es glaube ich nichts mehr, das stimmt schon. Deswegen, ja, es dürfte, glaube ich, alles passen. Okay. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr interessant, aufgebautes Schloss hier. Aber, na Mann, aber, na gut.
Soll ich jetzt nochmal schneiden übrigens, bis ich wieder an der einen Stelle... Was mache ich eigentlich hier? Bis ich wieder an der einen Stelle von gerade eben bin? Ich werde mal sogar nicht schneiden, weil das dauert nicht so lange hier. Wenn ich mich hier nicht wie der letzte Idiot anstelle zumindest. Dann dürfte ich diesen Abschnitt hier recht schnell über die Bühne kriegen. Weil der jetzt nicht so wirklich groß ist. Und... So viel vom Schloss kommt dann vielleicht schon gar nicht mehr. Obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ein Abschnitt, den ich gerade im Kopf habe, ob der in diesem Schloss jetzt sogar auch noch vorkommt. Eigentlich würde es thematisch passen, dieser Abschnitt, an den ich gerade denke. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der jetzt wirklich sogar hier auch noch kommt. Weil das Schloss eh schon sehr groß ist, finde ich. Und ich meine, das ist sogar nur das Mittelschloss. Das ist ja nicht mal das finale Schloss aus Welt 5. Und ist dennoch schon so groß. Wenn jetzt vor allem dann dieser eine Abschnitt, den ich gerade denke, auch noch vorkommt, dann wäre das Schloss halt wirklich mega riesig. Wäre es bisher sogar das größte von allen, was die Anzahl an Räume und die Größe der Räume angeht, schätze ich mal. Aber, na, ich will den Schot treffen. Aber mal gucken. Das heißt, wir erstmal das hier, was ich auch gar nicht einfach fand. Okay, sehr gut. Und da ist die rote Münze noch. Gut. Jetzt habe ich hier 11 und 2. Also, glaube ich, eben dann 2 rote Münzen mehr als gerade eben. Und nur für 2 rote Münzen muss man da noch diesen extra Weg da entlang gehen. Ist wirklich sehr, sehr fies. Und ja, nach der... Scheiße, ist aber okay, ist okay, weil hier gab es einen geheimen Weg, genau. Deswegen, ich wollte ja auf der rechten Seite eigentlich nach unten. Aber nach links unten zu fallen ist auch okay, weil ich nämlich dann hier noch zur Blume hinkommen kann. Okay, puh. So, an dem Block kann ich jetzt hier auch noch da drüber schieben, um dann da nach oben zu kommen. So, sehr gut, okay. So, und ich meine, uns fehlt noch relativ viel. Deswegen, dann ist es glaube ich tatsächlich so, dass dieser Abschnitt, an den ich gerade dachte, dass der Abschnitt jetzt dann gleich noch kommen wird. Und dass das Schloss dann damit nochmals größer wird, als es eh schon ist. Also das ist echt heftig, das Schloss hier, muss man echt so sagen. So, kommt jetzt sogar dann gleich schon vielleicht? Der Abschnitt, mal gucken, an den ich denke. Ja genau, da ist es nämlich, richtig. Denn wir fahren jetzt noch auf diesem Typen hier entlang. Auf dieser Plattform oder auf diesem Geist, der die Plattform trägt oder so. Der sie über seinen oder auf seinen Augenbrauen da so hat. Und an bestimmten Stellen wird er immer mal dann kurz nach oben gehen, sodass wir dann dadurch an neue Orte kommen können. Und er wird auch dann teilweise unterschiedlich hochgehen, wie jetzt zum Beispiel hier ganz weit nach oben, genau. Und hier bei dem Abschnitt müssen wir jetzt dann noch das restliche Zeug halt im besten Fall bekommen. Also noch 8 rote Münzen und jetzt noch eine weitere Blume. Also die Blume kommt glaube ich schon noch, denke ich mal. Aber 8 rote Münzen noch, das ist schon sehr viel. Und ob wir die noch alle bekommen werden... Ich hoffe es mal. So, hier kann man sich auch ducken einfach. Oder halt, ich glaube, normal stehen bleiben geht sogar auch. Weil ich dann, glaube ich, auch nicht getroffen werde von dem Stachel da. Aber man kann ihn auch einfach dann zerstören. Das ist am sichersten. So, und hier jetzt müssen wir es einsammeln erstmal. Ich kann sogar hier stehen bleiben. Das kann ich auch machen. Also man kann auch dann selber ein bisschen schon vorausgehen. Und dann warten, bis die Plattform hinterherkommt. So zum Beispiel, genau. Das war jetzt aber ein bisschen knapp. Aber ist noch alles gut. So, ich will wissen, was da drin ist. Und zwar Münzen oder Sterne halt. Okay. Aber es fehlt immer noch sehr viel. Immer noch 7 rote Münzen, die jetzt dann alle hier kommen sollen, oder wie? Und wir kriegen die vor allem auch immer nur einzeln. Hier sind jetzt 2 weitere. Okay, da ist... Okay, jetzt kommen hier ein paar mehr auf einmal. Anscheinend, da ist dann gleich die dritte schon. Müssen wir aufpassen. Okay, sehr gut. Okay, die vierte ist sogar auch gleich hinterher. Nice. So, aber es fehlen immer noch 3 Stück, die jetzt dann noch hoffentlich irgendwo kommen werden. So. Okay, da ist schon die nächste. Ja, da haben wir, glaube ich, doch noch Chancen, dann noch hier alles zu bekommen. Ich hoffe es zumindest. So, und dann noch hier durchschießen für die Blume, ja. Bam, sehr gut. Aber jetzt fehlen noch 2 Stück, oder? Genau, 2 Stück noch, ja. Volle Sterne habe ich auch. Also, es sieht ganz gut aus für uns. Ich hoffe, dass die jetzt noch kommen. Dass die jetzt nicht doch bei dem Abschnitt mit dem einen Typen da gerade eben waren. Also, waren sogar 2 auf einmal, okay. Dass jetzt nicht bei dem Abschnitt gerade eben waren mit dem einen Typen da. Das wäre jetzt sehr ärgerlich. So. Da ist noch ein Leben. Da ist auch nichts mehr, okay. Aber ich soll mir noch ein paar Eier vielleicht auch aufheben. Deswegen will ich jetzt nicht alle von den Stacheln zerstören. Aber da rechts sehe ich noch eine weitere rote Münze, sogar 2 vielleicht. Vielleicht sind da die letzten beiden, das wäre echt schön. Das sind 2, ja. Nein! Oh, ich wäre fast zerquetscht worden. Ich wäre fast zerquetscht worden. Das kann nämlich, glaube ich, passieren, dass der einen wirklich zerquetscht, der Kollege hier. Wenn man halt zu nah auf einer Seite stehen sollte. Deswegen, da habe ich jetzt sehr viel Glück gehabt. Okay, jetzt nochmal. Wir haben nochmal alles, ne? Ja, wir haben alles, ja. Jetzt bitte noch überleben. Und keinen Schaden mehr nehmen. Alles wird gut. So, und rüber da. Okay. So, was ein heftiges Schloss. Das war echt richtig krass, finde ich. So, und... Nein, ich wäre fast noch in so einen Gegner reingelaufen. Ich meine, das wäre nicht wirklich schlimm, weil ich habe Itemkarten, ne, schon klar, aber ich will halt trotzdem, wenn es geht, keine von denen verschwenden, logischerweise. So, es kommen noch einige von den Viechern hier, ja. Die kann man ja wirklich alle leicht besiegen. Puh, aber dann gleich haben wir es geschafft. Checkpoint nochmal und Eier. Okay, los geht's. Eieieiei. So, und hier ist eine Blume, die uns dann Eier spendieren kann. Hier, bei diesen
Abgrund da links von uns. Wird dann auch gleich noch wichtig werden. So, wir laufen nach rechts und da ist er. Haben wir auch schon tausendmal im Schloss gesehen. Und natürlich kämpfen wir jetzt dann gleich gegen eine große Version von dem Typen hier. So, um so weit zu kommen, musst du wohl sehr mächtig sein. Aber erinnere dich daran, dieser Typ hier, dieser Schleimi, der hat keine Schwächen. Hat er wirklich keine Schwächen oder keine Schwachpunkte? Ich glaube schon. Hat sogar einen ziemlich offensichtlichen, dann gleich. Nämlich sein Herz. So, da müssen wir jetzt dann erstmal uns vorballern. Und ihn verformen, was sehr eklig aussieht. Ich mach's sehr schlecht auf jeden Fall. Nochmal neu. Also man muss auch gut zielen dafür. Am besten nicht zu hoch zielen. Okay, Treffer, sehr gut. Und die Eier fliegen dann nochmal ihm von ihm weg und werden dann noch irgendwann abhauen. Und der Typ selber kann mir übrigens... Ach komm, das war ein Treffer, komm schon. Der Typ selber kann mir übrigens keinen Schaden machen, was ganz gut ist. Okay, sehr gut. Ich werde es mal kurz zeigen. Der kann mir keinen Schaden machen, wenn ich ihn berühre. Aber er will mich eben nach unten drängen. Wenn er zu weit nach links kommt. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit hier. Ich glaube, er hat sogar 4 Leben. Ich glaube, er hat nicht 3 Leben, oder? Ich glaube, er hat ein paar mehr. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ja, es sind auf jeden Fall nicht 3. Also so ein bisschen eng schon. Komm noch. Okay, das war's. 4 Leben. Puh. Yay, also echt ein bisschen eklig, der Boss. Aber trotzdem, weil er halt auch ganz anders funktionierte als die anderen, ist ja eine coole Idee. So, und wir haben alles, auch wenn das sehr aufwendig war. Puh, also heute schaffen wir keine 3 Level. Kann ich schon mal prophezeien. Huiuiui. So, ich hoffe, dass jetzt Level 5.5 nicht auch genauso lange dauern wird und dass wir es ein bisschen schneller schaffen werden. Okay, los geht's. So. 5.5. Guni Rides. Okay. Und ich meine, ich habe ja eigentlich euch gesagt, dass Welt 5 so eine Gebirgs- oder Wolkenwelt ist. Und das haben wir ja bisher noch gar nicht so wirklich sehen können, weil wir halt bisher eher, oh Gott, bisher eher so eine Schnee-Eis-Welt gesehen haben. Aber es liegt halt auch daran, dass das halt in Gebirgen halt auch immer schneit, ne? Deswegen, das kann man schon damit irgendwie ein bisschen erklären. Aber den Wolkenaspekt haben wir jetzt noch bisher eigentlich so gar nicht gesehen, so ungefähr. Obwohl, also ich weiß nicht genau. Ich glaube, ein paar Wolken kamen auch schon in den vorherigen Leveln vor. Aber auch aus den anderen Welten auch schon teilweise. Deswegen, das heißt nicht unbedingt was. Und hier ist eine fette Möwe übrigens, die wir sogar auch auffuttern können, einfach so. Aber jetzt dann hier in der zweiten Hälfte von Welt 5, da werden wir jetzt dann diesen Wolkenaspekt dann so richtig sehen können, da wir jetzt dann wirklich einige luftige Level dann jetzt hier noch vor uns haben. Vor allem jetzt auch hier mit den ganzen Möwen da, genau, mit auch in allen verschiedenen Formen und Farben. Das hat mich gerade schon gewundert. Warum habe ich die eigentlich gerade eben aufstrecken können? Weil ich dachte, ich hatte mich eigentlich in Erinnerung auch, dass es gar nicht gehen würde. Und ich war da gerade schon so ein bisschen verwundert, dass es überhaupt geht. Weil jetzt ging es nämlich nicht. Und das habe ich auch so in Erinnerung eigentlich. Oder habe ich das gerade eben falsch gesehen? Und das war in Wahrheit ein anderer Gegner, den ich da eingesogen habe? Oder so, vielleicht? Ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die ganzen Möwen auch verschiedene Fähigkeiten, sag ich mal. Denn auf denen hier kann ich auch entlang fliegen, genau. Wenn ich auf denen stehen bleibe, werden sie auch immer so ein bisschen weiter nach oben fliegen. Deswegen, ich kann dann damit wirklich viele weitere Orte dann erreichen mit ihrer Hilfe. Vielleicht auch reingehen sogar übrigens in die Röhre. Ja, könnte schon sein, oder? Ja, ich muss aber halt auch das erreichen. Ich bräuchte nochmal eine Möwe, eine freundliche. Und die Kleinen sind auch relativ fies, weil die halt wirklich sehr schnell hier entlang laufen können. Kommt eine Möwe bitte wieder. Hier. Hallo? Ich bräuchte eine Möwe. Ich will wissen, was da drin ist. Ich meine, vielleicht ist es auch eine Ausgangsröhre, aber ich glaube eher, dass ich da wirklich von hier aus schon reinkommen... Ach, Mann, ey. Von hier aus schon reinkommen kann. Aber ich bräuchte dafür zwingend eine Möwe. Kann ich mir eine kleine mitnehmen und von der wegspringen? Ja, nicht wirklich, glaube ich. Oder wenn ich ganz geschickt bin... Ja, wenn ich ganz geschickt bin, ne? Boah, das war jetzt mega peinlich. das war jetzt mega peinlich, der Fail. Würde ich am liebsten eigentlich fast rausschneiden oder so. Aber ist ja auch Quatsch. Oh Mann, ey. Das war jetzt sehr, 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 sehr intelligent von mir. Oh Gott, ey. Ich will es jetzt mal kurz testen, übrigens dann gleich mit der Fetten da. Weil die erste Fette, die wir gesehen haben, die konnte ich, glaube ich, ja aufschlecken. Und ich habe ja eigentlich eine Erinnerung, dass es eben nicht geht. Hat das eine fliegende? Deswegen vielleicht. Okay, also die fliegenden fetten Möwen, die kann ich schon auffuttern, aber die am Boden rollenden aus irgendwelchen Gründen nicht. Okay, na gut, alles klar. Nehmen wir mal so hin. Na gut. So, aber jetzt dann gleich kann ich dann noch hoffentlich austesten, ob ich jetzt dann da noch irgendwie rankommen kann zu der Röhre.
Und ich werde es dann auch hoffentlich ein bisschen besser machen, weil ich meine, das wäre auf jeden Fall nicht einfach gewesen, da von dieser kleinen Möwe wegzuspringen. Das wäre schon vielleicht machbar irgendwie, aber schon etwas schwer. Und gedacht ist es, glaube ich, schon eher mit dieser hier, mit der ich dann da entlang fliegen kann. Aber ich will wieder trotzdem zuerst die roten Münzen haben und dann von da aus am besten halt zur Röhre hinspringen. Das wäre am geschicktesten, denke ich. So. Das kann man nämlich schon eigentlich nicht so schwer schaffen. Ich muss halt den... Mann, ey, das gibt's doch nicht. Den richtigen Winkel und sowas finden. Beim Absprung jetzt, ne? Okay, da kommt nämlich wirklich rein, ja. Sehr gut. Und diese Pinguine, die ist, glaube ich, ein Killraum einfach hier. Yay, so ist es. Also war auch wichtig, hier entlang zu gehen für eine weitere Blume. Okay. So, alles klar. Jetzt dann geht's wieder hoffentlich ein bisschen normal weiter, ohne so einen mega, mega dummen und peinlichen Fail wie gerade eben. So, erstmal hier rote Münzen. Ja, zwei Stück, alles klar. So, und hier nach oben soll ich. Dann ist da unten auch irgendwas? Nee, oder? Ich denke mal nicht. Aber trotzdem müssen wir jetzt dann hier wirklich immer relativ viel auch erkunden in dem Level hier, weil es eben einige von den Möwen hier bestimmt auch im weiteren Levelverlauf noch geben wird. Und mit den Möwen komme ich halt an relativ viele Orte auch hin, weil ich halt dann damit überall fliegende Plattformen habe. Das kann mir, glaube ich, wieder irgendwie, wenn ich geschickt bin, holen, das Ei. Irgendwie, aber ich bin, glaube ich, nicht geschickt genug. Doch, ich habe es geschafft, sehr schön. Einfach schon mit der Zunge mal draufhauen und dann irgendwann kommt es zu einem einfach so durch die Wand hindurch. Wunderbar. Und die gelben Eier lasse ich mal, weil die sind mir jetzt egal, weil da sind ja nur Münzen drin und Münzen sind mir eh relativ wurscht. Aber ein rotes Ei immer mitzunehmen ist eigentlich nicht verkehrt, denke ich. So, ein Helikopterabschnitt, ja. Aber ich kann immer wieder zur Blase zurückkehren und ich kann mir deswegen auch schon viel Zeit lassen beim Einsammeln der roten Münzen oder auch Blumen. Ich muss mal jetzt schon ein bisschen auf die Möwen dann aufpassen, denn das habe ich euch ja auch schon mal erklärt. Wenn mich hier Gegner treffen, während ich gerade in der Helikopterform bin, dann werde ich relativ stark nach unten gebracht werden. So zum Beispiel. Und jetzt habe ich halt ja Glück gehabt, weil es halt hier ein Boden unter mir war. Aber wenn eine Schlucht unter mir sein sollte, dann könnte es auch sein, wenn ich zu weit unten bin... Oh Gott. Wenn ich zu weit unten bin, dass ich dann sterbe. Und deswegen muss ich dann echt ein bisschen aufpassen. Ich mache es deswegen auch vorsichtig, ich werde dann gleich für die Zeit ablaufen. Ist mir egal. Weil ich nämlich hier mir schön viel Zeit lassen will, wie gesagt. So. Okay, wieder zurück, aber ist okay. Weil ich dann gleich beim zweiten Mal das nochmal ein bisschen besser auch erkunden kann. Ich war jetzt immer relativ weit oben, habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen gestern gleich werde ich mal ein bisschen weiter unten entlang fliegen. Was, wie gesagt, riskanter ist, weil dann ein Treffer den Tod bedeuten könnte für mich. Aber ich muss eben trotzdem auch gucken, ob hier unten nicht vielleicht irgendwas ist. Ich werde deswegen hier relativ langsam entlang fliegen und nichts überstürzen. So, das sind keine roten Münzen, die sind mir egal. Aber so viel kann man, glaube ich, hier gar nicht verstecken. Denke ich mal, hier ist noch ein Helikopter, ja. Habe ich mir sogar gerade eben, glaube ich, auch geholt. Also eigentlich habe ich ja gerade eben auch schon sowohl unten als auch oben sehr viel erkundet. Diese Münzen habe ich gerade eben aber ausgelassen, aber sind auch nur normale, deswegen ist mir jetzt auch relativ egal. Und dann gleich führt es so einen Weg von Münzen nach oben. Nämlich hier entlang. Okay, da ist noch ein weiterer Helikopter und auch noch eine Blume. Aber da haben wir jetzt schon recht viel mitnehmen können hier auf dem Weg. Aber es ist die zweite Blume erst und wir haben schon 16 rote Münzen. What? Das ist auch... Nein! Oh mein Gott, habe ich Glück. Jetzt bin ich auf der anderen Möwe gelandet. Und ansonsten wäre ich jetzt, glaube ich, in die Schlucht gefallen und wäre gestorben. Das war jetzt auch so ein bisschen Glück. Ist da oben noch irgendwas? Ja, da ist noch was. Ich muss noch mal kurz da... Ich lebe noch. Das war knapp. Oh Gott, Hilfe! Okay. Habe jetzt auch wieder ein bisschen viel Glück gehabt, muss ich zugeben. Aber was soll's. Aber ich muss mal kurz da nochmal entlang fliegen. Und dann noch gleich da ganz nach oben fliegen. Weil da war, glaube ich, gerade auch noch irgendwas. Und ich will es noch kurz erkunden. Und dann aber gleich werde ich auch diesen Helikopterabschnitt mal beenden. Ich will mal einfach hier ganz oben entlang, weil da kann mich, glaube ich, keine Möwe erwischen, wenn ich hier ganz oben bin. Aber ich werde dann gleich schon auch noch irgendwo eine Blase einsammeln. Irgendwo war doch eine, oder? In der Nähe? Oder nicht? Dann nicht. Okay, aber hier ist eine, genau. Hier relativ weit oben. Aber wie gesagt, hier oben, okay, eine Pflanze ist hier noch, ja. Aber hier ist noch die Blume, siehst du mal, eine weitere. Deswegen war es wichtig, hier noch entlang zu gehen. Und jetzt fehlen dann schon nur noch zwei Stück. Das sieht ein bisschen besser aus schon. Ist immer noch ein bisschen seltsam, dass uns nur noch vier rote Münzen fehlen, aber noch zwei Blumen. Aber es ist besser als 16 zu 2. Da ist dann doch 16 zu 3 um einiges besser, finde ich. So, und arg lang dürfte dann das Level, glaube ich, demnach auch schon gar nicht mehr andauern. Mal schauen. So, Checkpoint erstmal nehme ich gerne mit. Also einige weitere Sterne hier, weil viele Gegner auch im Bildschirm waren. Und noch mehr Sterne werden da rausgekommen, also viele Sterne kriegt man hier. Und da ist die vierte Blume, sehr gut. Und zu der komme ich hier unten einfach hin. Okay, ist kein Problem, da kommen wir sogar sehr einfach ran. Und zwei rote Münzen gab es sogar auch noch geschenkt, vielen Dank. So, und da fehlen schon noch zwei weitere rote Münzen und dann auch noch die letzte Blume halt. Und hier kann ich Münzen aktivieren. Ja.
Vielleicht noch irgendwas anderes aktivieren ist die Frage. Hier sind auch weitere rote Münzen. Ah ne, gar nicht mal, das waren normale. Die sahen aber irgendwie dunkler aus, finde ich. Aber na gut. So. Und ich will den Schalter aktivieren, ja. Muss ich sogar anscheinend machen. Also ist hier auch wieder so eine Art Peace-Switch waren irgendwie. So, und alle roten Münzen haben wir. Und da oben war noch gerade irgendwas. Vielleicht ist da oben die letzte Blume. Ich werde dann gleich nachschauen. Hier ist das Ziel nämlich, ja. Aber da oben war noch irgendwas. Da war ich noch nicht. Und das sieht so aus, als wäre da noch vielleicht die Blume dann. Ich brauche dafür eine Möwe, dich vielleicht. Nein! Oh Mann, jetzt werde ich genau abgeschossen. Und so ein Typ ist wieder hier, der mir mein Baby klaut. Oh Mann, ey. Das war jetzt auch sehr dumm, was da jetzt passiert ist. Alles. Ja, ich will mal meine Eier aber eigentlich aufheben. Obwohl ich nicht genau weiß, wofür. Aber man kann ja den Viechern hier schon halbwegs gut ausweichen. Okay. So, und jetzt dann dürfte ich hier hoffentlich hoch genug kommen. Um nachsehen zu können. Ich komme hoch genug, ja. Um nachsehen zu können, ob da oben noch hoffentlich die letzte Blume ist. Ja, so ist es sehr gut. Okay. Und wir haben alles. Ich brauche dann gleich eine Itemkarte, aber da oben ist sogar noch was übrigens. Eine Itemkarte, aber ist mir egal. Was da noch? Ah, Sterne sogar noch. Dann brauche ich doch keine mehr, weil ich habe noch einige rote Eier. Moment, ich brauche nur eine weitere Möwe hier irgendwo. Bam. Nee, stimmt, das geht ja nicht, weil das auch solche Gegner sind, die halt bei Kontakt schon direkt sterben und wo das Ei hindurchfliegen. Da kann ich das ja nicht machen. Ich müsste jetzt zu einer von den Piranha-Pflanzen zurückgehen. Nee, das ist mir jetzt zu riskant, ehrlich gesagt, weil dann falle ich runter und sterbe dann vielleicht sogar oder so. Ich nehme einfach hier eine Itemkarte, ich habe ja mehr als genug von denen. So, eine 10er. Okay. Gut, alles klar. So. Das war auch nicht so einfach. Also wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad steigt hier in Welt 5 stark an. So. Aber trotzdem haben wir auch das dann hinbekommen können. Oder hinbekommen. Hinbekommen können. Passt schon. Mit 100 Punkten. Yay. So, und wir spielen Flipkarts. Das haben wir übrigens irgendwie die letzten Mal 1000 Mal gehabt, habe ich das Gefühl. Aber na gut. Ich werde am besten wieder dann aufhören, sobald ich entweder Kamek gleich am Anfang erwische. Ich wollte eigentlich sagen, sobald ich mindestens einmal Sterne erwische. Aber das geht natürlich auch. Na gut. So, aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Yoshi's Island? Beim nächsten Mal geht es dann noch hier in der 5. Welt weiter. Die wird dann beim nächsten Mal vielleicht sogar auch schon abschließen können, wenn wir die Level schnell schaffen. Aber ich glaube es eigentlich weniger, weil je weiter wir im Spielverlauf kommen, desto seltener schaffen wir halt 3 Level. Auch wenn wir beim letzten Mal die ersten 3 geschafft haben, das stimmt schon. Aber desto unwahrscheinlicher schaffen wir normalerweise 3 Level, weil die Level halt auch schwieriger werden. Weil die Sachen halt etwas, also die roten Münzen und Blumen etwas schwieriger versteckt sind. Aber vor allem, weil ich eben häufiger auch mal sterben könnte in den Leveln. Deswegen, ich denke, dass wir am nächsten Mal nur 2 schaffen werden, aber vielleicht auch doch 3, wenn wir dann schon noch genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.